Hey Leute, ein neuer Trailer ist erschienen und zwar für die 8. Folge mit dem Titel Queen Banana, die Mundo Globe voraussichtlich am 11. Mai senden wird. Den aktuellen Zeitplan findet ihr beim Community Tab auf meinem Channel. Falls ihr euch den ganzen Trailer nochmal ansehen möchtet, den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar unter diesem Video. Im Trailer haben wir jetzt nochmal einen genaueren Blick auf Chloes Outfit werfen können. Im Grunde erinnert es sehr stark an das Queen Bee-Kostüm, mit Ausnahme vom Rock, dem Gürtel und dem Hut mit der Banane darauf natürlich. Ich denke mal, dass sie es wirklich sehr stark vermisst, Queen Bee sein zu können. Gleich ob sie das nun in dieser Folge zugeben wird oder nicht. Sie und Sabrina kommen gerade in den Kinosaal und Chloe ist über irgendetwas sehr aufgebracht. Eventuell liegt es daran, dass man ihr im Film nicht die Hauptrolle gab oder sie wurde vielleicht sogar ganz rausgeschnitten. So oder so ist sie mega stinkig drauf, was sicher noch dadurch gesteigert wird, dass offenbar allen die Vorstellung so gut gefallen hat und es sind wirklich viele gekommen, inklusive ihrem Vater, dem Bürgermeister. Ja, selbst Gabrielle hat sich den Film angesehen. An dieser Stelle würde ich sogar vorsichtig die Theorie wagen, dass es Gabrielle irgendwie eingefädelt hat, Chloe unglücklich zu machen, damit er sie wieder einmal akkommodisieren kann. Auch wenn man jetzt natürlich noch nicht sagen kann, inwieweit er Einfluss auf die Dreharbeiten des Filmes hatte. Chloe wird es jedenfalls zu viel und es ist davon auszugehen, dass sie kurz darauf verwandelt wird und als Unterstützung das riesige Sandy-Monster zur Verfügung gestellt bekommt. Den Kampf gegen Cat Noir und Ladybug haben wir ja schon ein bisschen gesehen und auch wenn wir jetzt die Herkunft für Queen Banana kennen, muss ich ja dennoch weiterhin sagen, dass diese Bananenangriffe sehr komisch aussehen. Aber gut, schätze allzu viel tut sich da nicht, ob man nun Menschen in Bananen verwandelt oder aber in Tauben, wobei mir da letzteres wohl lieber wäre. Ladybug trägt in dieser Folge ihr neues Outfit, was wir bereits in Folge 6 Furious Fu gesehen haben, während sie ihren Glücksbringer beschworen hat. Eine genaue Erklärung fehlt uns aber immer noch. Es ist also davon auszugehen, dass wir sie hoffentlich in Folge 4 oder 5 erhalten. Eine kleine niedliche Szene wäre noch die hier, in der Ladybug Cat Noir aufhängt. Und schließlich sehen wir die Verfolgungsjagd zwischen Ladybug, Zoe und Queen Banana, die wir aber ja bereits auch schon gesehen haben. Ein kurzer Blick auf Pollen und Ausschnitte von Zoes Verwandlung, aber auch sie kennen wir natürlich schon in ihrem vollen Kostüm. Wie gesagt, den ganzen Trailer könnt ihr euch nochmal über den Link in den Kommentaren ansehen. Wie immer am Ende eines Videos möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Channel durch Likes, Kommentare und durch ein Abo unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, denn ihre Spenden sorgen direkt dafür, dass dieser Channel auch in Zukunft fortbestehen kann. Voran meine Sternmitglieder Gamerlife, Gilly, Taxi Taxi MG, One Big Nightmare und Map. Ebenso meine legendären Mitglieder LSR, Leung Ang Live, French, Okumura, Raphael Zimmermann, Cedric, Lukas, Katharina Jakob und Panther01DA. Gleichsam ein Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.